Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included. Mal wieder während des Autosave-Fests. So, wir hatten wieder hier eine Lebensmittelvergiftung. Ich sehe hier keine Bacillos. Wahrscheinlich wieder abgeklungen. Okay. So, jetzt liefert hier wieder Sand. Das sollst du nicht hier die ganze Zeit. Kannst du mal aufräumen. Ja gut, wenn wir jetzt hier... Wie weit die greifen, die Dinger? 4 Felder von sich weit dann weg hier. Ja, nee, hat dann keinen Sinn. Ich bin am überlegen, ob wir tatsächlich ja nochmal nur eine Eindellung hier einziehen. Also das ist aber gar nicht groß. Hier lassen wir den Sand runterblumsen. Das wird man mit einer Waageplatte machen dann. Ja doch, ich hab. Ich glaube die. Ja. Doch, doch, doch. Dann weiß ich's ja. Die Waageplatte hier. Bauen wir hier. Und hier bauen wir denn doch die Ziegel hin, ja, ist ja richtig. Das wird zerlegt. Kampf. Achso. Die tun das Viech da gerade umbringen, wo ich meinen Auftrag gegeben habe. Und jetzt, das muss hier zerlegt werden, aber das funktioniert noch nicht, ja. Da kommt jetzt keiner. Wie viel Sand wird man da mal hinschmeißen? Wie viel brauchen die? 7 Kilo pro Zyklus. Gut, das würde reichen, wenn wir hier 70 Kilo hinschmeißen. So, gut. Wäre vielleicht sogar besser, wenn man... Wobei ich habe mir gerade überlegt, ob man jetzt den Raum anders noch baut hier. So, jetzt brauchen wir hier wieder Transportwesen und zwar Förderschienenbelader. Ist das so? Ist eigentlich egal, wie rum wir den drehen. Dann brauchen wir da Förderschienen. Hier ist Gold Garn gebaut und das können wir aus Eisenerz bauen. Ja gut, der kommt. Wie war denn das jetzt hier? Da wird dann das Salz abtransportiert. Genau. Das Salz kommt aber dann wieder da oben. Ja, das war. Müssen wir nochmal anders machen. Mit den Förderschienen beladen. Ne, ich kann ja nicht Klack machen. Ne, ich zerleg den nochmal. Ich baue den andersrum. Es hat so seine Gründe irgendwie. Ich weiß nicht, aber ich will es einfach zerlegen. Ich will den nochmal andersrum haben. Mach das mal Gasi. Hoppi, aufi. So, dann einmal drehen bitte. So rum. Ich bin da so rum. Granit. So ja. Vom Ziegel zerlegen wieder Granit. Was räumt man? K. Wie kann man sich das herleiten? K, 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 K. Ne, ich weiß ich nicht. Wie könnte ich mir das herleiten?
hab mir überlegt, wie man die Hotkeys sich herleiten kann. Mit K fällt mir nichts ein. Keep clear oder was? Oder so ähnlich. So, was wird hier eingestellt? Da wird das Salz eingestellt. Nach dem nächsten. Yourself. Salz ist das verbrauchbares Erz. Mineral. Der Mineral ist es noch gar nicht näher. Verbrauchbares Erz, Kalk, Kohle, Oxid, Salz, ja doch, ja. Gleich richtig geraten gehabt. Und es wundert mich eigentlich, dass mit die Dinger kann man nicht beschränken. Da geht zwar nur 1000 Kilo rein, die Dinger, aber trotzdem. Ja, ist so. Gut, und jetzt brauchen wir hier Schienen. Das machen wir nach der Open. Da kommt dann wieder eine Schütte hin. Die Schütte wahrscheinlich mache ich ganz nach oben. Oder ein Rost und da rausblocken. Da brauchen wir nicht auch noch wieder eine Waageplatte dann. Gehört, dass es hier angeschlossen ist. Macht sonst immer Klack, oder nicht? Das ist schon Strom, nein, natürlich nicht. So, Ström. Was haben wir jetzt hier drauf? 1360, alles klar. Das ist ja noch ziemlich safe. Jetzt kommen die drei Dinger hier mit drauf, oder? 120, das kann dann... Einen könnte man noch damit draufhängen. Mal so eine Idee, und ich habe ja mal überlegt, ob man vielleicht zwei Batterien mit einem Transformator laden könnte, ne? Wäre mal ein Versuch wert. Gut, ich mache es tatsächlich so. Den hier da drauf. Aber wobei hier... Es ist Makulatur, die Pumpen hier, die laufen ja nicht. So. Die 240 Watt hier, die werden jetzt hier, die werden übrig sogar. Also die 4x240 Watt, weil wann läuft so eine Pumpe mal? Das ist wirklich utopisch. Da hätten wir das auch ruhig machen können, aber so. Aufhängen und ja. So, dann ist das hier jetzt hier und dann müssen wir hier verbinden, weil ich da noch nicht sicher weiß, ob wir oder so brauchen. Wir werden eh noch einen Stromkreis brauchen, weil die ganzen Pumpen, die müssen wir dann noch versorgen. Das können wir nicht alles da drauf hängen, glaube ich mal so. Eine habt ihr wieder nicht gebaut, ja. Machen die mit Absicht. So, da oben kommt eine Schütte. Hier kommt eine Schütte hin. Da wird das Salz nach oben gebracht. Da müssten wir aber noch einen Abzweig machen, wenn der Behälter hier voll ist. Dass es dann ins Lager läuft. Das machen wir dann auch noch. Das heißt. Wir müssen halt hier noch hinkommen, ne? So, dann machen wir eine Waageplatte rein. Und hier überbauen, okay. Dann zerlegt schneller, ja gut, das bringt ja eh wieder zu. Ne? Wieder vielleicht der übliche Fehler hier. So, ja, manchmal geht es nicht bauen. Da fehlt uns ja noch der Automationsanschluss. So, das ist geplant. 70 Kilo Sand. Da müssen wir den hier anschließen. Die hässlichen... Brücken zu vermeiden, mache ich das mal so. Wäre es sowieso nicht so richtig gegangen hier, weil man ja nicht auf die Anschlüsse Brücke da bauen kann. Geht nicht. So, und den hier, den wird man auch hier mit anschließen. Den Aufwasch zu machen. Und dann den Rost müssen wir eigentlich auch noch eine Waageplatte hinbauen. Ja. Für den Rost. Noch beide Schütte.
Ah, der hat schon. Das ist auch manchmal praktisch, dass die Dinger das dann liefern. Platte. Hä? Hab ich jetzt wieder abgerissen, ich Trottel? Ja. Jetzt läuft es hier die ganze Zeit. Na, das war jetzt dann wieder ein Kalder, ne? Ja gut, da müsste ich jetzt noch wissen, wie viel Salz ich da drauf schmeißen muss. So, wie ist denn das jetzt hier? Weil das... Wenn es unter, genau, das macht mehr Sinn, ja. Und hier auch unter. So, wie viel Salz brauchen denn die? Steht hier gar nicht. Sauerstoff. Desoxidierer. Salz 250 Gramm pro Sekunde. Ja, Gramm. Können wir überhaupt grammweise einstellen? Ich glaube nicht, oder? Doch, man könnte gleich mit Komma rechnen. So, wir hätten 4 Stück. 250, das ist dann jeweils 4. Das sind immer 1 Kilo. Na gut, wenn wir da... 10 Kilo Salz könnte man liegen lassen, ja. Wenn das unter 10 Kilo, Druck aktuell 40 Kilo. Und ja gut, in den Kästchen hier. Geht hier aber euch in der Leitung. Ja, da ist noch eine Frage. Müssen wir kurz was checken. Das sieht im Moment noch sauber aus. Weil der hier oben ist zu. Gut, normalerweise dann geht die Schleuse hier auf und dann läuft das Tor so hoch. Das war jetzt nur, weil da schon was auf dem Weg liegt hier, das Ganze hier. Genau deswegen. Das wird sich dann nach und nach hier geben. Jetzt, wie viel Rost brauchen die? Das habe ich jetzt auch nicht nachgelesen. Rost 750 Kilo pro Sekunde. Kilo, das wäre viel. 57 Gramm pro Sekunde, das ist, lässt sich sehr doof rechnen. 2 Stück, das sind wir bei 17, Quatsch, bei 1500. 1500. 4 Stück sind dann 3 Kilo. Und anderen 4 sind 6 Kilo Rost. Gut, dann reicht es im Prinzip auch, wenn wir hier auf die Platte unter 10 Kilo Rost bleiben. Ups. Warte mal, jetzt das Kabel, das kommt dann hier hoch. Da müssen wir jetzt mit einer Brücke arbeiten. Weil ich den Kasper hier nicht ausschalten möchte oder sonst was. So, zack. Brücke. Ich finde das auch gut, dass es sowas gibt, ne? Weil sonst hätte man ein Problem, wenn man sich dann keine Verbindung kreuzen lassen kann hier dann da. So, der Drucker ist ja schon wieder da. Mensch. Na ja, gut, dann nehmen wir diese Nerf-Samen. Blödes Wort. Nerf. Ja, sorry, aber das musste jetzt einfach mal sein. So, gut. Jetzt haben wir hier natürlich... Wir haben wieder... Gut, was wir mal machen können. Ich bin zwar kein Freund davon, aber wir könnten tatsächlich hier mal die Ecke abbauen. Können wir hier drüben auch. Normalerweise dürfte da nichts passieren, dass da was ausläuft. So. Ne, die Frage, ist das Stahl gebaut, der Dinger? Wenn ich hier einen hinbaue, der kommt dann an den dran, okay, wenn ich den... Ja, wo ist denn da der Zugang von zu dem Ding? Das weiß ich nämlich auch nicht. Ich glaube unten, ne? Aber es geht eigentlich darum, dass der hier hingreifen kann. Material hier. Wie viel könnte ich da von diesen Gebern hier hinbauen? Geht noch einer, ja.
könnte es so bauen. Man könnte zwei so Sektionen anbieten. Ja. Ja, das ist immer so eine Sache, wie man das dreht, das ganze Gerät. Genau das sieht. Es geht. So wollte ich es auch. Wenn wir zwei Bahnen haben, meinetwegen ein Stahl. Auch wieder mein Stahl. Gut, da können wir ja unbegrenzt erzeugen. So ist es nicht, was ich alles. Es sieht komisch aus, was da noch so drin ist. Aber man kann es nicht sehen. Allerlei drin. Gut, die anderen Ausgeber hier zum Beispiel sind eigentlich gedacht, wenn man hier tatsächlich mal was mit diesen Räumern hier reinräumen möchte. Aber normalerweise kann man es auch hier über die Förderschienen Ausgeber hier machen, also diese Hütten. So, das soll uns eigentlich los hier. Jetzt ist jetzt mal angenommen, schon mal hier so, dass wir es vielleicht brauchen könnten. Was jetzt natürlich, ja, das ist sehr doof hier. Wir kriegen es nicht anders gebacken. Überlegen wir nämlich gerade, ob man die Sensorik hier die anders setzen. Vielleicht kriegt sie halt hier nicht mehr. Ha, weil dann könnte ich hier nämlich noch einen Trafo bauen. Batterie. So. Wir hätten hier die Akstrom. Hingehenden neuen Stromkreis kreieren. Ja, das ist vielleicht gescheiter. Rüber. Was habe ich denn gebaut aus Aluminium? Okay, ja gut, das ist immer. Fragt er halt immer. Ich möchte es eigentlich aus Aluminium bauen. Wir werden es aus Eisen bauen. Aus Gründen, die ich jetzt einfach nicht näher erläutern werde. Ist gemein. Das ist doch einfach, das weiß doch schon jeder. Von daher, brauche ich das so oder andersrum? Weil das ist immer die Frage wegen der Batterie, weißt du. Mit dem Kabel. Die Legende Batterie. Könnt ihr ja zum Beispiel auch so rumdrehen, ja. Dann haben wir ja wieder ein bisschen Platz, ja. Dann können wir hier nämlich, wenn es mal wäre, eine Brücke hier einbauen, dann hätten wir da nicht so viel Platzverschwendung. Weil sonst muss ich erst eins rübergehen, dann runter, ne? Brücke setzen will. So, dann brauchen wir hier Stromkabel. Die können wir auch gleich hier. Oh. Da müssen wir eine Brücke setzen. Das kommt dann. Ja, ja. Ja. Weg. Das schließt mir hier an. Komisch so aus, dass die Batterie in die andere Richtung geht. Aber wenn wir das schon können, dann würde ich sagen. Energize. Umkreislauf. Das wir könnten ja noch mehrere Stromkreislauf. Ach, na, ich bin ja auch ein Trottel. Ich habe hier das Automatisierungskabel vergessen. Jetzt einfach mal so. Batterie aus Gold. Wir können hier mal mehrere Stromkreise bauen. Daher.
Kann man auch aus Eisen bauen, oder? Geht ja eigentlich nur um die Temperaturtoleranz. Die Kopierfunktion so gerne, das gehe ich halt hier öfters hier rum. Geht hier noch einer hin? Ja, es ginge theoretisch noch einer hin. Wir brauchen immer 5 Platz hierfür. Der Lufterfrischer hier. Wer weiß, ob wir die Stromkreise noch brauchen, aber besser haben wie nicht brauchen, als wie brauchen und nicht haben. Ne? Bei nee, den lassen wir jetzt mal weg hier. Das passt ja nicht mal richtig. Trotzdem kommt der Lufterfrischer ja weg. Genau, da hast du mal den Ton. Wir haben ja keinen Ton mehr. Der gute Ton! Weg. Ja, mit N, da komme ich auch noch nicht klar. N, wieso? Hast du N für Einstellung übertragen? So, gut, dann können wir hier unten nochmal aufräumen. Dann habe ich gesagt, da wollten wir noch Dinge bauen. So wie jetzt ist ja zum Beispiel das überlastet und wenn die Salz hier produzieren. Dann. Ja, da müsste ich die Brücke einbauen. Dass zuerst das nach oben beliefert wird. Dann geht's ins Lager. Aber der Geschickte wird es dann. Da nehme ich dann die. Das da kann ich eigentlich ja nutzen, diese wie hoch kommt denn da was 100? Das ist die Preisfrage. Könnten natürlich noch eine zweite auf. Wir werden sehen, das wird sich bewähren müssen hier. Derzeit. Mal sagen, jo. Schlecht oder. Nix so. So, dann brauche ich hier natürlich wieder. Also, eigentlich tut mich der Transformator hier unten schon ein bisschen stören. Das muss ich jetzt einmal knallhart sagen. Fast hier dann hergehen und das hier nochmal umlegen. Das wäre eigentlich auch durchführbar. Weil irgendwann werde ich hier unten Lagerbehälter hinstellen wollen. Da wo hängen wir hier? Das hängt dann so. Ja, dann können wir hier direkt. Können wir hier direkt auf den Stromkreis gehen. Und ab. Ich auch relativ schnell gebaut werden noch vor dem Feierabend. So, dann könnte nämlich das hier uns zerlegen hier. Und ab. Haltung. Vor manchmal da die Brücke abreißen, die man nicht abreißen möchte.
Kommt weg. Hast du irgendwas? Automatisierung haben wir noch. Okay. Oh, noch weg. So. Dann haben wir hier das Problem nicht mehr. Also sowas kommt jetzt auf den Lader her. So, wir müssen ja eh sowieso, weil wir hier tatsächlich gehen könnten. Nehmen können wir nicht. Haben die den Bereich? Ne, wir machen es gefangen. Wie gesagt, die Leiter. Die Leiter macht mich heiter. Ich weiß jetzt noch nicht, ob der Räumer tatsächlich weit er kommt, ne? Es reicht, dass er so hier hingreift. Die Leiter schon abreißen tun. Leicht am Fixen. Wir hier nochmal hoch müssen, aber ja, denk's mal nicht. Was ist die ganze Zeit hier? Was haben wir? Rost und Salz. Ja, gut. Ja, da müssten wir eigentlich zweierlei Sachen bauen. Also wenn das Salz dann hier nicht ausreicht, wird dann vom Lager belegt. Ne? Ja, ich hätte ja auch gleich sagen können, ich liefere erst alles ins Lager. Das macht aber keinen Sinn. Daher bin aber trotzdem noch nicht zufrieden mit der Leiter gerade hier. Oh Mann. Na gut, machen wir erstmal den einen Behälter. So. Bis zur Maus. Könnten wir aber auch rumdrehen. Könnten wir hier die Sch bauen. Hier hin oder? Gewurschtel. So ein großes Gewurschtel. So. Baue ich hier einen Transportknoten. Ja. Ja, auch Transportknotensender. So. Wie war das wieder, wenn ich soll primär erst von dem genommen werden? Und das andere muss dann mit einer Brücke rein. Also ich rede jetzt vom Salz tatsächlich. Ja. Das ist ja für den Rost hier. Habe ich jetzt nämlich gar nicht hier beim Salz. Kann ich noch rein. Kann nämlich so einfügen, aber zuerst wird primär der hier leer gemacht. Hier anbringen. Und das habe ich ja jetzt gesagt, ja. Ja. Dass das jetzt ja dann natürlich störend ist. Wir könnten was ändern, das könnten wir geschminken. Immer einfach noch eine Leiter bauen, dann wir vergessen. Generell hier den zerlegen hier wieder. So, Flim, dich mal vor Rost. Rost ist, was ist denn das? Verbrauchbares Erz. Rost für Moss. Muss ich mir mal überlegen, dass der das dann hier zurückgibt. Das höher sein, ja. Sein. Gut, für mich gibt es ja auch keine andere Regelei hier. Den Drucker rein. Die Pufflet-Eier hier, die
können wir jetzt mal so lassen, wie ich bin. Stoff. Um. Abel. Hängen wir die ganze Sache hier. Wir brauchen hier zumindest mal einen, der versorgt. Beiden können wir aber auch. Ob es halt Sinn macht, mit zwei hier zu arbeiten. Ich frage, ob der eine das schafft halt hier. Aber normalerweise müsste das eigentlich dann schaffen. Na gut, das wird deshalb bist du hier aufkicken. Keine Probleme. Na gut, da wird schon der Rost hier gebracht, jawohl. Rost hat. Salz. Ja, sonst noch was, aber da geht es. So, und der räumt jetzt wieder zurück. Alter. Passt dann, ja. Wollte ich nochmal so einen Kasten für Salz? Wird hier perfekt gleich hier reingeliefert. Das finde ich super. Freut mich. So, zack. Helfen mir beim Bauen die Dinger. Super. Was war denn das gerade? Gegen den Viech. Naja. So, das hab ich gesagt. Das ist so ein bisschen so ein. Naja, aber. Trotzdem. Und das wird ja sowieso bevorzugt. Das Salz, was die Salzranken hier produzieren. Es gibt jetzt so ein bisschen einen Kreislauf, wenn wir es mal fassen wollen, aber ja. Das Salz war auch verbrauchbares Erd. Salz. Salz für den Hals. So, und dann müssten wir eigentlich hier unten drin fertig sein, dass wir hier nicht mehr rein müssen. Wie gesagt, wir könnten hier natürlich eine Tür einbauen. Und die einfach abschließen, das ist ja kein. Gut, wir machen das jetzt halt hier. Jetzt. Warte auf Keramik. Achso, das haben wir noch nicht klar herräumen lassen, okay. Sonst hätte der es ja auch gleich geben können. Okay. Mist. Wir haben einen ewigen Kreislauf jetzt hier gebaut. Was ist jetzt doof? Moment mal. Halt! Nein. Ah, Leute. Ja, das ist falsch gedacht natürlich. Damit das funktioniert, das geht gar nicht, oder? Doch, es geht, aber ich da wieder. Ah, verdammt, wie mache ich denn das jetzt? Mir fällt nur eins ein, dass ich das Salz tatsächlich zuerst ins Lager räume.
Dann halt dann wieder zurückräumen. Das ist die einzigste Maßnahme, die mir jetzt dazu einfällt. Mal hier. Und halt jetzt anders machen. Machen wir das dann. Da gehen wir halt ganz außer rum, was soll's. Können wir eigentlich, wie gedacht, hier. Wir könnten jetzt einfach hier eine zweite Route bauen. Dann noch eine Schütte. Wie gesagt. So. Die Förderschienen. Ach, Mr. Autosave. Mensch, ich wollte eigentlich gar nicht so lange an dem Ding jetzt hier rumbauen, aber das ist immer, wenn ich was konstruiere, das dauert halt immer unheimlich lang. Also es tut mir auch leid, aber halt einfach. Ja, hust. Gar nicht, ob ich jetzt zerlegt habe, was ich gar nicht zerlegt hätte wollen. Ich glaube, das Rohr habe ich jetzt. Förderschiene. Rohr habe ich nicht. Hat das sich immer falsches zerlegt? Automationskar? Eigentlich passen. Was sonst noch jetzt? Das, was ich aufgehört. Hier liegt noch Eisenerz. Macht uns hier dann weg. Da kommen wir mal weg. Kann man mal aufräumen. Warum hat denn das jetzt im Sand so funktioniert, bloß so blöd? Dann können wir das hier an. Das hier. Daran. Wieder verbinden. Okay, das dann. Ach, ich habe den Sand noch gar nicht hier angeschlossen. Ja, das Bild auch noch. Heideblitz, das wird ein dicker Knoten hier. Eieieiei, das. So, noch einer. Und dann Brücke, Transport. Wie rum? So rum. Das müssen wir auf Sand. Sand ist auch verbrauchbar. Rohmineral. Ey, oh, gar nicht. Sandstein.
Wo ist denn Sand? Wozu gehört denn das? Bildermaterial, genau. Geht, glaube ich, auch bloß mit Sand, ne? Wir brauchen Sand. Die Dinger hier. Allem anderen wird es nicht. Ja, viel Sand haben wir nicht. Ist ja. Können wir eigentlich hier mal die Tür zu machen? Der braucht Strom. Oh, das ist ja nicht das. Ja, so. Da können wir nochmal aufräumen. So, hier. Können wir eigentlich schon hier zumachen zum Beispiel. So. Normalerweise muss ja nämlich überhaupt keiner mehr rein. Fangen die Leiter hier zu zerlegen. So, jetzt geht's hier oben weiter. Da habe ich jetzt gesagt, dass wir da Pumpen bauen. Warte auf. Rüber, ne? Wir kommen hier nicht rüber. Voilà. Gegen. Vielleicht kann ich das Spiel so ein bisschen austricksen. Wir zerlegen hier mal zwei Ziegel. Ich möchte jetzt nämlich hier nicht eine Brücke, eine Leiter hinbauen. Weil wir die eigentlich gar nicht mehr brauchen da dann. Weil hier vielleicht sowieso nochmal ein Räumer reinkommt. Dann würde die Leiter hier im Weg stehen. Hier, da liegt ja schon wieder Krempel rum, wo es eigentlich liegen soll. Könnte ich auch wieder. Ja, das nervt einfach so manchmal so ein bisschen, wenn die hier Zeug überall rumfahren lassen, das Material. Warum liegt denn hier schon wieder? Ach so, das haben wir erst aufgebaut. Aber die Räume hier, die packen es auch nicht hier rein. Das ist wirklich. Warum packen die nicht? Wahrscheinlich, weil die keinen Strom haben, oder? Kann das. Holen es eigentlich aus dem Lager raus. Ja. Da war es ja eh. Wäre es ja eh egal gewesen. Deswegen packe ich es halt auch. Nochmal weg. Nochmal. Wenn wir nochmal Leitern hier machen. Schaut jetzt aus. Ach, hier kommt noch nicht hin. Um den Ziegel auch noch zu legen. Dann soll es eigentlich klappen. So, ich weiß jetzt nicht, ob die hier das machen hier. Schauen wir mal. Ah ja, doch, perfekt. Ja, dass das hier ganz runter muss, ja klar, okay. So, Granit. Die wäre aber wie da, das ist. Faszinierend, ja, geh raus, dann ist mir das auch egal. Das ist ja ein Pufft, okay. Ein normaler Pufft. Wird das hier noch weiter gebaut oder wie schaut's aus? So, das wird hier. Ah ja, bringt wieder einer und ja, du baust alles. Sehr schön. Der Barney. So, dann bauen wir hier wieder die Ziegel. Das müssen wir nacheinander machen hier erstmal den einen. Die anderen zwei können wir dann. Das so machen. Mach jetzt mal nicht so hoch. Bauauftrag hier. So,
hat geklappt, jawohl. Laufen nicht, weil man maximalen Gas bekommt, klar, okay. Ja, und jetzt kommen eigentlich noch die Pumpen. Pumpen, Pumpen. Gaslüftung. Jetzt haben wir natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Jetzt bräuchten wir eigentlich 8 Pumpen für die ganze Sache hier. Meine Idee wäre jetzt tatsächlich 5 hier oben drüber zu bauen. Dann 8 hier dazu. Weil wir eigentlich, nee, nicht nur 8. Weil wir haben ja mehr, wir haben ja noch mal 70 mehr, wobei das ist. Bauen wir 4 drunter. So. Schön aus. Ja, ich habe es jetzt wieder aus Stahl gebaut. Es ist, wie gesagt, egal, wir werden Stahl genug haben, also von daher. So, ja gut, jetzt haben wir es halt dann so, wenn wir hier zubauen. Was hier so bei. Wir machen hier auch eine Tür rein. Wir machen hier auch eine Tür rein, wenn wir hier wieder rein wollen oder müssen oder sonst wie was. Weiß ich halt noch nicht. Hier mache ich vorläufig zu. Da oben, ja gut, da kann man isolieren, aber es muss nicht unbedingt. Dann hier so. Gut, jetzt habe ich noch keine Sensorik, die mir dann hier. Können wir wahrscheinlich noch nachträglich einbauen. Hier mal zu. Ja, das meine ich, es wäre hier kein Transformator mehr. Und jetzt brauchen wir hier noch Strom. Wie viel braucht so eine Pumpe? 240 Watt. Was sagst du? Jetzt muss ich wieder rechnen. Toll. 5 mal 240. Das sind 1040 mal 5. Mal 200 wären 1200 1440 1680 1920 und Pumpe ist. Eine Pumpe können wir noch hier mit draufhängen. Jetzt habe ich es natürlich hier schon zugebaut. Das lässt sich aber auch wieder öffnen, so ist es ja. War ich einen Ticken zu schnell. Reicht das ja schon, dass das bauen kann oder hier noch weiter aufreißen? Weiß ich gar nicht. Wir haben auch schon den Maximal. Das Druck hier außen ab. Interessant. Ah, der Drucker ist auch schon wieder durch. Dann haben wir jetzt mal, ja gut, Oxylit. Sollten wir später mal noch brauchen. Das langt hier anscheinend nicht durch, oder? Wow. Warte auf Liebe. Okay. Ah, gleich. Was? Hat Phosphorit mitgenommen? Hä? Wo brauchen wir Phosphorit?
Müssen wir irgendwo was düngen, wo wir Phosphorit brauchen? Merkwürdig. Oder habe ich mich da verschaut? Na, wir sind hier eh noch nicht fertig. Wir haben hier schon 600 Watt Energie verbraucht. Was haben wir jetzt? Ja, 1. Ja. Der ist ja schon ausgelastet hier. Ach, Minno. Wir könnten hier oben weiterbauen. Mal wieder einen Versatz bauen. Einmal hier. Erzieh. So, ja gut, dann machen wir das halt hier. So, vorher habe ich immer so einen Bogen gebaut, aber das tut eigentlich nichts zur Sache hier. Wirks. Dann will ich wieder eine Brücke einbauen. Und doof. Komm mal so rum. Bauen hier einfach eine Verbindungsplatte hin. Das brauchen wir gar nicht. Geht ja auch so. So, warum habe ich die Batterie noch nicht gebaut? Boah, bist du lahm. Wir müssen immer wieder nach den Fertigkeiten gucken, ob wir da wieder was ändern könnten. Da habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt, fällt mir nicht ein. Ach, Bubbles. Muss ich jetzt warten, bis die, ja. Dabei anderen geht's zack, 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 zack. Wenn es wieder länger dauert, ist ein Snickers. Ne, ich mache keine Schleichwerbung. Endlich. Wollte da nicht gleich schnell übertragen. So, jetzt geht's nochmal weiter. Ja, ich muss auch so langsam zum Schluss kommen. Sehe ich gerade. Ah, jetzt ist. Ja, lalala. Brücke bauen. Ein Problem. Haben die Ström und dann brauchen wir natürlich noch Lüftung. Was ich jetzt vorläufig mal machen werde, ich glaube, ich will es nämlich erstmal austesten. Gaslüftung. Jetzt muss ich natürlich das so machen, dass ich da mehrere Gasleitungen. Ach ne, das ist nicht doof so. Weil. Zwei Pumpen zusammen ergibt ja immer hier dann das Kilo. Frage wie. Wenn hier raus zum Beispiel, dann raus. Es gibt ja so ein richtiges. Ja, und eigentlich müsste es nämlich erstmal hier in den Sauerstofftank hier eingestellt werden. Gut, hier hätten wir drei Anschlüsse auf jeden Fall offen. Anderen, ja gut, die kommen nur bei Überlauf natürlich zum Tragen. Wir könnten doch einen hier anschließen. Ja, und hier sieht man schon, ja, dass man hier doch tatsächlich mehr Anschlüsse bräuchte. Weil es ist jetzt wirklich das Problematische, dass wir hier zu viel haben, ne? Also gut, dass wir nicht noch mehr Pumpen. Bei, wartet mal, wir haben ja eine ungerade Anzahl, genau. Man könnte vielleicht eine Pumpe noch hier irgendwie rausblasen lassen. Einfach generell so. Halt das zusammenfassen.
beim Tempel zusammenführen. Müsste eigentlich hier zusammen. Habt ihr wieder zu früh gebaut? Oder? Das ist jetzt hier kein Top. Kann man auftrennen. Wenn wir das dann hier anschließen werden. Wobei, ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht alles an den Sauerstofftank anschließen. Also gut, dann müssen wir direkt weg. Dann lassen wir auch mitfolgen hier. Nein, wir haben da über eine Million, von daher ist das eigentlich. Und die anderen hier, die eine, wie gesagt, ist halt doof. Das ist halt nochmal fünf da nicht. Ich. Vielleicht gar nichts. Weil ich da gar nicht wegkomme. Dass ich da mehr Rohr habe. Und die eine Pumpe, ja. Die ist halt jetzt hier noch, das wäre wieder ein fünfter Gasleitungsanschluss. Ah, Mensch. Aber zu viel. Könnten wir, wenn zur Not, hier reinblasen lassen, dass Vorlauf ist. Ach, da sehe ich noch was, was wir gehört. War die alte Gasleitung. Irgendwie schon. Doch, es kann aber. Wir brauchen hier schon unheimlich viel Sauerstoff für die Schützanzüge hier, die ich jetzt könnte. Wäre fast zu überlegen, dass hier von der anderen Seite mit anzuschließen oder das aufzutrennen. Oder wir könnten schon mal hier eine Leitung dann hier mit anschließen natürlich. Aber wir werden es ja, ich werde die eine Leitung erstmal hier da anschließen an dem Punkt hier. Mache ich so, ja. Da. So, wo kommen wir hier am besten längs? Das ist auch noch so eine Story, wo man dann immer braucht. Das Relikt hier. Leiden. So, hier müssen wir es nur Leitern rüber bauen. Folgen dann. Falls ich hier nämlich mal doch das Chlor abführen müsste. Von der Stelle dann und hier runter, ja.
Dann machen wir es mal so. Nee, Moment, stopp. Machen hier einen Haken rein, meinetwegen. Ah. Kante verlegen. Kann das aber auch abwechseln. Gut, primär dann über so erwarten. Total sinnfrei. Brücke, wo ich das sehe, die ist auch nicht mehr in Betrieb. Gut, und die anderen Leitungen müssen dann halt entsprechend geschlossen werden. So, dann hier hinkommen. Müsste ich ja nochmal aufmachen. Ja gut, ich sage jetzt einfach erstmal für euch, dass es für euch jetzt erstmal hier Ende ist. Ich mache das dann noch fertig und schaue und teste mal ein bisschen und ja. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es beim nächsten Mal wieder. Bis denne, euer Lego. Ciao, ciao.